Fraktion der FDP, Kollege Björn Sänger. Bitte schön, Kollege Björn Sänger. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße auch den Kollegen Fricke auf der Tribüne. Das Thema Geldwäsche erfreut sich offensichtlich auch zu Recht. Das heißt, die Abgeordneten stellen 50% der Zuschauer. Genau. Vollkommen richtig, Herr Präsident. Nichtsdestotrotz erfreut sich das Thema Geldwäsche zu Recht einer großen Beliebtheit, auch zu diesem späten Zeitpunkt am Abend. Und das ist auch richtig, weil Geldwäsche, das ist mir wichtig, gleich zu Beginn festzuhalten, Geldwäsche ist ein krimineller Akt. Es handelt sich um Einnahmen, entweder aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, zum Teil widerlicher Vortaten, Drogen, Menschenhandel, Umweltdelikte, oder aber, auch das gehört dazu, es handelt sich bei Geldwäsche um den Vorgang, nicht versteuertes Einkommen weiß zu waschen. Und auch das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein krimineller Akt, denn am Ende des Tages werden die ehrlichen Steuerzahler belastet, denn sie müssten ja möglicherweise, wenn alle ehrlich ihre Steuern abführen, weniger entrichten. Deswegen ist die Geldwäschebekämpfung notwendig, und wir haben hier ja auch einen ganz breiten Konsens im Parlament. Wir wollen die Vorgaben der FATF erfüllen, auch die der EU, und wir wollen natürlich auch Schaden von der deutschen Wirtschaft abwenden, damit wir nicht als Land auf Listen der OECD erscheinen. Gleichzeitig haben wir aber ein grundsätzliches Problem darin, wir leben in einer Marktwirtschaft, es gibt Bargeld und es gibt Wirtschaftsbereiche, da ist es vollkommen normal, dass mit Bargeld gezahlt wird. Und deswegen sind diese Branchen ja auch gefährdet. Denn wie soll der Einzelhändler beispielsweise im Schmuckbereich erkennen, dass vor ihm ein Geldwäscher steht? Es könnte ja möglicherweise auch ein zukünftiger Stammkunde sein, der jetzt eben nur gerade zum ersten Mal ins Geschäft reinkommt und eben etwas Größeres mit einer hohen Summe in bar auch bezahlt. Und hier geht es darum, und die Bundesregierung hat das ja auch freundlicherweise zugesagt, dass wir noch weiter aufklären, denn unser Ziel ist es ja, die Geldwäsche hier an der Stelle auch zu bekämpfen. Wir müssen Akzeptanz schaffen in der Wirtschaft. Das ist uns gelungen dahingehend, dass wir die doch sehr bürokratischen Vorgaben des Geldwäschebeauftragten entschlackt haben, indem wir der Aufsicht hier an der Stelle einen weiten Ermessensspielraum, was die Gesamtwirtschaft angeht, eingeräumt haben, die sich an der Betriebsgröße auch orientieren soll, an der Gefahrengeneigtheit des jeweiligen Betriebes. Und in diesen gefährdeten Branchen, Handel mit hochwertigen Maschinen, Gebrauchtwagenhandel, Schmuck, Juwelen, dass man dort eben einen engen Ermessensspielraum hat und eben als Aufsicht dann auch ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickelt. Und ich bin mir auch relativ sicher oder sehr sicher, dass das dann auch in den Ländern geschieht. Wir haben also beim Thema Geldwäschebeauftragten, wie ich finde, eine sehr gute Lösung gemeinsam erarbeitet. Das zweite große Problem beim Thema Geldwäsche sind die E-Geldprodukte. Die sind anfällig dafür, dass man Geldwäsche mit ihnen betreibt. Es gibt die Cash-Out-Funktion, man kann also von diesen E-Geld-Produkten Bargeld wieder rausziehen. Man kann Beträge poolen oder man konnte es bislang, sagen wir es mal so, und auch Mittel ins Ausland abziehen. Aber, zweiter Aspekt, diese E-Geld-Produkte sind natürlich auch Teil einer boomenden Wirtschaft, einer digitalen Welt, eines veränderten Konsumverhaltens. Und es gibt da auch den berechtigten Wunsch natürlich der Konsumenten, auch in der Internetwelt, auch aus Sicherheitsgründen mit einem Produkt ähnlich wie mit Bargeld zu zahlen und auch möglicherweise den einen oder anderen Kauf anonym zu tätigen. Wir haben hier eine Lösung gefunden, indem wir erstmal die E-Geld-Produkte gleichstellen. Das heißt, wir unterscheiden nicht mehr zwischen aufladbaren E-Geld-Produkten und einmaligen E-Geld-Produkten und haben gesagt, bis 100 Euro, und ich denke, das ist eine vernünftige Schwelle, wo man auch noch im Bargeldbereich mit hantiert, in der Realwirtschaft, bis 100 Euro aufladbar pro Kalendermonat, das ist gewissermaßen der Betrag, wo man sich nicht identifizieren muss. Da kann man dieses Produkt eben
flexibel nutzen. Gleichzeitig haben wir ein Pooling-Verbot. Es gibt keine Möglichkeit mehr, bis auf einen geringen Schwellenwert von 20 Euro Bargeld von der Karte runterzuziehen. Und wir haben ein Level Playing Field über alle Emittenten erzielt. Und da gibt es einen Aufschrei der Lobby, und das fand ich schon putzig, wenn man dann in großen Zeitungen lesen muss, ja, aber mit diesen Lösungen, da kann man aber jetzt nicht mehr eine Reise für, sagen wir mal, 1200 Euro im Internet buchen. Da müsste man ja ein Jahr lang quasi den Betrag auf die Karte sparen, bevor man da einkaufen kann. Da muss ich sagen, diejenigen, die das vorgetragen haben, die haben bestimmte Dinge nicht verstanden. Und das ist auch intellektuell grenzwertig, sage ich mal, weil zum einen, man kann sich ja natürlich ganz einfach identifizieren, dann kann ich auch mehr als 100 Euro im Kalendermonat draufladen, weil da habe ich auch im Prinzip ein Guthabenkonto, und bei jedem normalen Girokonto muss man sich bei der Bank identifizieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist natürlich relativ blödsinnig, eine Reise anonym im Internet buchen zu wollen, weil der Reiseveranstalter sollte schon wissen, wen er mitnimmt am Ende des Tages, und das ist, wenn man es anonym macht, schlechterdings nicht möglich. Fazit: Wir haben in allen Bereichen mit diesem Gesetz eine sinnvolle Lösung geschaffen. Wir haben einen breiten Konsens und gleichzeitig mit der Evaluierung einen Ausblick, dieses Gesetz auch weiterhin zu begleiten und noch besser zu machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rede.